Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Astreiter und wir sind in Folge 315 von Simotrans. Ja, wir sind hier am Gasthof stehen geblieben, der hier das verbraucht. Und was mir so einfällt, ist, dass die Tante Mimi geschrieben hat, dass wir hier in Simotrans ja Strom machen können. Also Strom weiß ich jetzt nicht am Gasthaus, ob das dann mehr verbraucht. Aber vielleicht ist die Idee, dass wir hier mal Leute hinbringen und dass dann der Verbrauch hier sich steigert. Das können wir mal gucken. Allerdings, irgendwo steht ja nichts mit Arbeiter hier, oder? Doch, Kunden kommen aus Döbeln. Das heißt, wir müssen hier mal Kunden hinbringen, damit vielleicht hier auch mehr Umsatz ist. Dann wollen wir das, was Tante Mimi macht, sagt, nach dem Intro starten. So, dann legen wir hier mal los. Mal gucken, dass wir hier eine Bushaltestelle als erstes hinkriegen. Dafür brauchen wir das hier. 50er Straße. Ah, ne, kann eigentlich auch eine 100er Straße sein, obwohl die wahrscheinlich auch nicht so schnell abbiegen würden. Und wir hauen dann da mal eine Bushaltestelle rein. Und schauen dann, dass wir hier eine Linie hinmachen. Aus Döbeln kommen die. Und Döbeln ist ja nicht weit weg, ne? Und dann würde ich ganz einfach diesen Bus. Nee, machen wir nicht, oder? Wir holen die hier ab mit einem Extrabus. Machen wir eine neue Linie. Ja, da. Ja, jetzt sind wir einen ausgewählt, aber ich glaube, neue Linie ist nicht schlimm, wenn wir das machen. Die starten jetzt von da. Und fahren nur nach da. Passt. Und wir lassen den erstmal so laufen. Nachher können wir dann hier noch irgendwas einstellen, vielleicht wenn voll oder sowas ist. Aber dann erstmal gucken wir, was dabei rumkommt, ne? Das ist ein Stadtbus. Ja, machen wir mal Stadtbus. Döbeln. Döbeln haben wir das N vergessen. Gasthaus. So, das haben wir. Das hat die Tante Mimi mir auch geschrieben, wie man das umnennt. Ne, das ist für mich ja immer so ein Chaos. Da habe ich mich schon zur Weißglut dran gearbeitet an diesen Linien. Ne? So, jetzt brauchen wir nur. Ja, das, der kommt von da hinten. Der Bus kommt von hier. Ist aber nicht so schlimm. Ja. Müssen wir mal gucken. Welchen wir da nehmen. Das wäre der hier mit 52 und dem sind 53, sind 105. Und der hier hat 70 plus 50 sind 120. 55, 65, 67, 70 Passagiere. 87, 90, 95, 99. Das bedeutet, der Gelenkbus hier hat die meisten Fahrgäste da drin. Ja, Haltlänge 2, da haben wir schon wieder ein Problem. Zack, der fliegt raus. Der hat Haltlänge 1, dann gibt's den. Stadtbus. Döbeln. Gasthaus, da ist er. Dann starten wir den mal. Ist er das? Ja, ist er. Nehmen den ins Auge hier unten und gucken mal, was der gleich so bringt. Sind zwar jetzt 21 Fahrgäste weniger wie beim Gelenkbus, aber ich habe jetzt nur eine kleine alte Stelle und dann sollte es auch so sein. So, schnell wieder auf die Lupe, weil wir hatten schon wieder WASD gedrückt. So, und dann wollen wir mal gucken, was sie hier so tut, ne? Ja, hier stehen schon 8 Gäste, die weg wollen, ne? Die waren mit dem Fahrrad da und oder zu Fuß, haben gewandert und wollen da jetzt hin. Und jetzt steht hier Döbeln. Für 7 Passagiere, Döbeln, Gastwirtschaft, Betriebshof. Ist das der? Ja. 8 Passagiere, Döbeln, Gastwirtschaft, Betriebshof. Dann läuft das erstmal, ne?
Wahrscheinlich wollen die auch Post da haben, ne? Weiß ich aber nicht. Kann man das hier sehen? Nö, Post, doch, Post 238. Da wollen die dann noch so ein paar Ansichtskarten mit Essen drauf da wegschicken, ne? Ja, wäre machbar, ne? Machen wir, machen wir. Postkasten da noch hin. Postkasten. Sag jetzt nicht, dass eine Haltebriefkasten. Ne, nur 64 Post. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass das hier, ne? Noch so eine Geschichte ist, dass der Postwagen dann da auch noch kann, ne? So, das würde wiederum bedeuten, ich muss da hinten hin. Und ins Depot. Da ist es. Und dann noch einen Post-LKW holen. Ich würde jetzt den favorisieren erstmal. Obwohl. Zack, Sattelschlepper und gut ist. Linie. Döbeln Gasthaus. Und starten. Und hier kurz auf Verkaufen noch gehen. Und den weg. Totes Kapital, ne? So läuft erstmal. Kapital ist ein gutes Stichwort. Da gucken wir doch mal hier rein, was unsere Marge macht. Die ist im Plus auf jeden Fall. Gewinn sieht so aus. Ist jetzt auch nicht verkehrt. Könnte mehr sein. Hier war aber auch schon mal ziemlich schlecht. Ja, hier vorne sind wir jetzt erst. Im letzten Monat war es richtig gut. Also letztes Jahr 2003 war es richtig gut. Also sind wir auf dem besten Weg. Da haben wir 8 Millionen plus gemacht. Okay. Wenn wir jetzt nicht so viel investieren würden, würden wir da unten die Zahl auch mal schwarz wiedersehen, ne? Aber das ist halt, wer nicht investiert, der bleibt auf der Stelle stehen, oder wie ist das? Oh, er war schon an der Bushaltestelle, angekommen hier im Dingens, sag schon. Ach, ich dachte, man könnte hier durchfahren. Kann man gar nicht. Macht Sinn, hier eine Linie lang zu machen? Nein, macht keinen Sinn, ist alles zu viel Umweg. Der fährt jetzt hier lang, ne? Riedenburg ist überfüllt. Das war irgendwie Viehtransporte oder sowas, ne? So, der fährt jetzt hier lang, da lang. Ja, genau. Gut, wie schnell darf denn der fahren? Maximal 50 km/h ist eigentlich jetzt nicht der Bus, den hätten wir nehmen sollen, ne? Dann lass uns doch mal schnell gucken, ob es was Besseres gab. Was Schnelleres gab. Geht auch Geschwindigkeit hier sortieren. Maximalgeschwindigkeit, das heißt, der letzte ist der schnellste. Dieser Bus wäre es gewesen mit 55 Passagieren. Ja, hätten wir den nehmen sollen, Reisebus, ne? Tja, da haben wir jetzt was falsch gemacht, ne? Der hätte 91 km/h gemacht bei 65 Passagieren. Naja, die 10 wären es dann auch nicht gewesen, ne? Weißt du was? Machen wir mal. Und starten den. Ne, der ist schon rausgefahren. Wo ist er denn? Da ist er. Ich glaube, jetzt habe ich ihn, ne? Ja. Und den anderen müssen wir da anders einsetzen. Der kriegt ja eine andere Linie. Da kommt er jetzt. 25, wie viel nimmt er mit? 98. Hört sich so ein bisschen nach Dingens an, ne? Zweiter Bus gar nicht verkehrt, wenn der schon voll ist. Du, dann lassen wir den mal da drauf. Mich würde interessieren, ob der 100er den 50er überholen kann, ob der dafür schnell genug ist. Die Geschwindigkeit passend ist mit 50 und 100, ich denke aber schon. Sehen wir ja gleich hier schon an dem LKW wahrscheinlich, oder? Ne, der fährt 85 km/h, der ist schon ziemlich flott unterwegs. Ich glaube, die 15 km/h Differenz ist nicht für einen Ansatz für Überholen, glaube ich, oder? Er holt auf jeden Fall flott auf, aber ich glaube, er wird nicht überholen. Schon gar nicht, weil hier die Ortschaft wieder anfängt. Oder vielleicht doch, ich weiß nicht. Und ich weiß, dass es einen Simotrans gibt, dass der überholt. Aber ob das hier jetzt macht, glaube ich nicht. Der qualmt wie eine Lok vorne, ne?
Ja, hier fährt er ja sowieso nur 50, weil innerstädtisch. Aber das ist ja bei dem anderen hier die meiste Zeit. Ab hier ist ja schon 100. Glaube ich. So, wie sieht es mit dem anderen aus? Der fährt mit 98 noch zurück. Der ist hier gerade. Und der holt gerade ab. So, jetzt ist er da und. Nein, doch nicht, war noch die falsche Bushaltestelle. Da ist er erst. Und jetzt ist er da. Voll. Da kam gerade ein Flieger rein. 55 voll. Und der zweite, wie bekriegt der noch mit? Die eine Haltestelle noch vorbei. Und jetzt kommt er ans Ziel und. 13 hat er nur noch, okay. Der 55er ist dann einen Tacken zu klein wahrscheinlich. Also passt es, wenn noch ein zweiter fährt. Interessant wird es aber erst, ob er überholt. Das wird noch interessant, das gucken wir gleich mal. Er hat jetzt keinen zum Überholen vor sich, alles klar. Ab hier müsste er schneller fahren, ne? So, jetzt müsste es hochgehen, ja, macht's auch. Da hinten ist ein LKW, der bringt gerade Ware. So, wir haben gar nicht drauf geachtet, ob das hier jetzt schneller leer geht, ne? Das war noch auch noch eine Geschichte. Ja, Personenzahl steigen hier, ne? So, jetzt liefert er ab. Ist auch wieder voll auf dem Rückweg. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier schneller wird. Kann man das erkennen? Ist der LKW davor? Ja, aber der ist auch flott unterwegs. Den überholt er auch nicht. Wenn wird es erst interessant beim Stadtbus, ne? Bei ihm hier, der da so herkriecht. Der 13 Fahrgäste hat. Und mal gucken, wie viel er auf dem Rückweg hat. Der ist halt der Langsame, der räumt immer die Bushaltestelle leer sozusagen. Ist die Frage nur, ob sich's rentiert, ne? Minus bleibt da. 31 Fahrgäste holt er noch. Also jetzt werden zweiter 55er hier auch noch gefragt. Anstatt dieser hier. Jetzt können wir mal gucken. Der erste LKW fährt da jetzt lang. Der fährt allerdings 85, wahrscheinlich, ne? Ne, 80. Der denn mit 80 den Bus überholt. Das sind 30 km mehr, das müsste eigentlich gehen. Ja. Nee, er biegt ab. Oh. Aber der Post-LKW, der ist auch noch da. Der kann auch nur 80. Überholt er oder überholt er nicht? Er überholt nicht. Also ich habe es definitiv schon mal in Simotrans gesehen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt hier der Punkt ist in diesem Pack oder sowas. Ob das davon abhängig ist. Vielleicht gibt es einen, der das weiß, dann kann er es mir mal hier in die Kommentare schreiben. Das wäre cool. Okay, auf jeden Fall ist er jetzt in der Stadt, da geht es sowieso nur mit 50 weiter, da ändert sich jetzt glaube ich nichts. Höchstens, das ist hier so ein heizender Fahrer dann, ne? Der da böse Sachen macht. So, hier sind wir aber immer noch gut. Ja, jetzt müsste man gucken, hier steht ja produziert 11,6 Einheiten pro Minute. Wie war es am Anfang, ne? Da müsste man im Video das nochmal nachgucken. Könnt ihr ja schon vielleicht wissen, weil er darauf geachtet hat, ich habe nicht darauf geachtet. Vielleicht sind diese Zahlen stark gestiegen. Könnte sein. Weil er halt mehr Besucher da sind. Aber wir können ja mal hier Produktionskennzahlen schauen. Also hier ist auf jeden Fall was hochgegangen, ne? Oder runter? Ne, das ist der laufende Monat.
Also Passagiere erzeugt er, ist klar. Könnte sein, dass er ja mehr erzeugt. Nee, nicht wirklich. Also hier geht was hoch. Dadurch, dass wir wahrscheinlich Passagiere anliefern, könnte ich mir vorstellen. Ja, hier ist auch eine 12,5, ne? Und der Bus war gerade da, kann das sein? Ja. Wahrscheinlich hat das damit zu tun, wenn da angeliefert wird an Personen. Ich glaube, das hat sich dann rentiert, ne? Würde ich mal sagen. Gut, okay, der Bus war da, der Bus hat Leute geliefert, das ist ja schon mal was. 12,4 steht jetzt gerade ein bisschen stetig da. Das ist schon mal eine gute Kennzahl, glaube ich. Okay, weiß nicht, ob das mit dem Strom noch mache. Müssen wir mal gucken. Ich weiß gar nicht, das nächste Kraftwerk ist ja gar nicht mal so weit weg. Das ist ja das Neue, was wir zuletzt angeschlossen haben, ob wir das dann nehmen. Ich würde aber erstmal sagen, machen wir hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.